herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Ich weiß nicht, ob es dich auch beeindruckt, aber mich beeindruckt, dass Gott jeden Morgen einen neuen Sonnenaufgang für uns hat. Jeder Morgen ein neuer Anfang. Und in Klagelieder 3, die Verse 22 bis 25, hören wir folgenden Zuspruch Gottes. Der ist extra für dich heute. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist die Treue des Herrn. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu denen, die ihm vertrauen und die ihn von ganzem Herzen suchen. Gott ist der Gott der neuen Anfänge. Jeden Morgen eine leere Seite, die du füllen kannst. Jeden Morgen neue Chancen. Jeden Morgen gute Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Jeden Morgen Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Jeden Morgen so eine neue Straße, die du betreten darfst. Heute hat Gott für dich gute Begegnungen, gute Werke, gute Taten, gute Worte, Segnungen aller Art für dich vorbereitet. Der Heilige Geist hat eine frische Brise der Inspiration für dich. Jesus hat dich aus dem Gefängnis der Sünde befreit. Du wurdest von jeder Schuld freigesprochen und Gott hat dich in den Stand eines Gotteskindes versetzt. Und er sagt dir, hey, jeden Morgen nehme ich aus meiner Güte und Gnade und beschenke dich. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und Gott ist dabei, immer wieder neuen Segen auf dein Leben herabzuschütten. Also, wenn jemand in Christus ist, dann ist es neu geworden. Ja, und das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu reden darüber. Jesus hat ein Neues für dich vorbereitet. In Galater 2, Vers 20 heißt es, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an den Herrn Jesus, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lebe in Jesus und für Jesus und alles, was er erworben hat, werde ich heute genießen. Gott hat gute Pläne für dein Leben. Durch Jesus brachte Gott dich zurück in seine Familie. Nicht als Bettler, sondern um als König neu in deinem Leben zu herrschen. Und ich sag euch was, wir ehren Gott, wenn wir ein fröhliches, ein siegreiches, ein lebensbejahendes Leben führen und damit die Welt aufmerksam und vielleicht sogar neidisch machen auf all das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat. Jesaja 64, Vers 3 sagt, seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Dieser Herr ist heute für dich und er will dir helfen bei all dem, was du tun sollst. Und am Ende des Tages sollst du darüber jubeln und sagen, ja, auch heute war die Güte des Herrn mit mir. Auch heute war er mit seiner Treue und seiner Gnade bei dir. Genieß diesen Tag, juble darüber, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Und fürchte dich nicht. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.